Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Ein neues Reading steht an. Für alle, die mich noch nicht kennen, ihr findet in der Infobox alles an Informationen. Facebook, Instagram und auch einen Mail-Account, wo ihr mich erreichen könnt. Auf Instagram poste ich zwischendurch immer mal so ein bisschen was, was ich in Brasilien erlebe. Wir sind hier immer noch also im Lockdown und das lockert sich jetzt so langsam, aber sicher. Das heißt, ich konnte jetzt auch irgendwie nicht ganz so viel erleben, wie ich das eigentlich geplant hatte. Aber meine Reise geht nächstes Jahr ab März dann auch wieder nach Brasilien und ich denke, dann wird sich die ein oder andere, das ein oder andere Abenteuer mehr auftun. Ich werde mich dann in Rio aufhalten, beziehungsweise in Niterói, das liegt direkt gegenüber von Rio. Man kann also diese Bay wunderschön betrachten. Ich war da vor 3 Wochen schon mal und das wird dann ja meine neue Base ab März für mindestens ein halbes Jahr. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Vielleicht gehe ich dann nach Bali oder wie gesagt, also mal schauen. Da gibt es dann auf jeden Fall ein bisschen mehr. Wie gesagt, momentan muss ich mich halt auch irgendwie an die ganzen Vorschriften halten. Das ist hier noch ein bisschen strenger. Sie müssen alle mit der Maske rumlaufen auf der Straße, weil ansonsten Strafe gezahlt werden muss. Aber dafür sind die Zahlen hier eben auch sehr niedrig, was die Infektionen angeht. Und gut. Ja, meine Lieben, wir haben jetzt hier, wie gesagt, ein Tarot-Spread mit dem männlichen auf der mentalen Ebene und die Herzensebene, 3D-Ebene, wie die weibliche Flamme gesehen wird, was die männlichen Energien sagen möchten, was im Schatten liegt. Zum Thema Schatten, ich bin jetzt von einigen angesprochen worden, ob ich nicht ein Schattenreading machen kann. Das kann ich. Ich habe allerdings nicht die passenden Karten mit mir. Ich konnte also jetzt nicht irgendwie 30 Kilo an Karten mitnehmen. Ich habe 17 Kilo mitgenommen an Equipment. Ich habe die Schattenkarten in Köln. Ich habe da einige Tarot-Spreads und auch andere Orakelkarten, die halt so ein bisschen, ja, eben wie gesagt, sich mit der Schattenarbeit beschäftigen. Hab ein bisschen Geduld, wenn ich in Köln bin, dann komme ich wieder an den Rest meiner Karten dran und werde wahrscheinlich auch noch ein paar neue irgendwie mit reinnehmen. Und dann können wir auch gerne zwischendurch immer mal wieder ein Schattenreading machen. Ich finde die relativ wichtig, weil manchmal sehen wir uns selber nicht und ja, dann ist es vielleicht mal ganz gut, so, sich selber noch mal ein bisschen von der anderen Seite zu betrachten, um das integrieren zu können. Ja, wir haben hier Kampf Goliath, beziehungsweise, wie heißt es denn? Jetzt habe ich den Faden verloren. David gegen Goliath. So werde ich dieses Reading höchstwahrscheinlich nennen. Wir haben jetzt hier auf der mentalen Ebene die Karte Six of Pentacles. Ja, das ist die Karte des Gebens und des Nehmens, von Charity, von Teamwork. Ja, wir sehen hier 2 Hände, beziehungsweise 3 Hände. Hier kommt Spirit und leitet jetzt gerade an, wie man eben diese Dinge in die Waage reinbringt. Das kann gut sein, dass die weiblichen Energien sehr viel gegeben haben, die männlichen Energien genommen haben. Die haben es auf eine andere Art und Weise wieder zurückgegeben, aber vielleicht nicht unbedingt so, dass man es auf 3D irgendwie sehen konnte. Ja, wie gesagt, Spirit kommt jetzt hier rein. Das ist das höhere Selbst auch von beiden, was hier, ja, wie gesagt, mitarbeitet. Und ja, also die männlichen Energien wissen, dass es hier umgeht. Ja, die Karte taucht auch nochmal auf. Das Problem ist allerdings, dass wir hier auch die Karte des Gehängten haben. Ja, schaut euch die mal an. Also ja, der junge Mann baumelt hier irgendwie am Baum und ja, das ist eine Situation, die hängt, die ist festgefahren. Da sitzt man irgendwie und kommt aus der Ecke irgendwie gar nicht so wirklich raus. Und beim Gehängten geht es darum, mit Hingabe loszulassen. Ja, alles, was bindet und hindert. Schaut mal, wir haben hier so eine Art Halo. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber ne, dieser hellgrüne Schein. Da geht es eben darum, wie gesagt, mit Hingabe loszulassen, um sich aus dieser Situation zu befreien. Ja, aus diesem, was nicht im Gleichgewicht gewesen ist. Und Erleuchtung zu erlangen. Und solange man keine andere Perspektive eingenommen hat, bleibt man hängen. Ja, und das kann manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal Monate lang dauern. Zum Glück haben wir, wie gesagt, Spirit wirkt ein und pusht immer mal wieder irgendwie die Dinge nach vorne. Viele von euch werden das kennen, wenn man einfach so ein bisschen länger in einer Situation ist, wo man nicht weiß, ob man nach vorne gehen soll, nach hinten. Ne? Ein Purzelbaum über den Baum, wie heißt das denn, ein Loch in die Erde graben, um sich da durchzubuddeln oder ob man einfach hängen bleiben soll. Das ist für die männlichen Energien, das ist schmerzhaft. Ja, weil es einfach auch das eigene Verhalten spiegelt. Wie gesagt, das kann gut sein, dass die weiblichen Energien immer gekommen sind, irgendwie was das, ne, mit Gedichten oder mit
Ja, eine Meldung und man sich irgendwie nicht regen konnte und vielleicht auch die Angst davor hatte, dass die Dinge eskalieren und dann erst recht hier hängen geblieben ist. Und das ist für die männlichen Energien, das ist schmerzhafter. Wir haben eine Three of Swords, wir sehen also hier die, ne, die Schwerter, die durch die Rose gebohrt sind. Wir sehen eine Person sitzen, die weint. Ja, hier fliegt halt, fliegen Bluttropfen, es regnet. Das ist nicht angenehm. Ja, gerade im mentalen Bereich. Und auch, ne, wenn man länger in so einer Situation hängen bleibt, kann das auf jeden Fall eben auch sehr belastend sein, was das Ganze angeht. Ja, vielleicht gab es hier Geheimnisse, die nicht aufgedeckt wurden. Wie gesagt, man ist einfach hängen geblieben und hat irgendwie nicht großartig reagiert, obwohl man wusste, man soll es tun. Das hat dann auch wieder mit Prokrastination zu tun, etc. Eben auch in inneren Ängsten, die dann eine Rolle spielen. Also das ist gerade das, was wir jetzt im mentalen Bereich liegen haben. Im emotionalen Bereich haben wir den Wunsch dazu, einen Neuanfang zu starten. Ja, die Karte The Fool, das sind neue Abenteuer. Das ist alles, was belastend war, hinter sich zu lassen, das Täschchen neu zu packen, wie gesagt, in den Neuanfang reinzugehen, in die Transformation reinzugehen. Wir haben aber auch die Acht der Schwerter dazu. Ja, schaut euch mal die Personen an. Also das ist jetzt, wie gesagt, gerade auf der Herzensenergie, steht man da, ist gefesselt. Sieht nicht besonders viel, von acht Schwertern umringt. Das Coole an dieser Karte ist, dass man eigentlich diese Fesseln abnehmen kann. Und hier gibt es auch Hilfe. Ja, also Spirit kommt hier zur Hilfe und versucht, diese Fesseln zu lockern, damit man hier zwischen diesen Schwertern durchlaufen kann. Ja, das ist also jetzt nicht, dass das irgendwie komplett, ne, verloren ist, aber mit dem Gehängten zusammen, ja, sieht man einfach nicht irgendwie, was so wirklich los ist. Das ist so ein bisschen hilflos, was das Ganze angeht. Ja, wir haben einmal der Eight of Swords und einmal der Eight of Cups, also zwei Achter. Ja, hier haben wir, man möchte gerne eine Situation oder eine Verhaltensweise hinter sich lassen. Ja, vielleicht auch diese Verhaltensweise nicht in der Lage sein zu geben, dadurch Herzschmerzen ausgelöst zu haben. Also das tut denen auch selbst weh. Das ist nicht so, dass das beabsichtigt ist, dass man jemand anderem dann irgendwie, gerade jemanden, den man liebt, so wehtun möchte. Aber man muss eben auch selbst durch diese Schmerzen durchgehen. Ja, und das ist das, was hinter sich gelassen werden soll. Ne? Wie gesagt, aus dieser, ne, Energie des Gehängten raus, damit das wieder in den Ausgleich kommen soll. Nur man weiß nicht genau wie. Ja, das ist eben nur durch diese Acht der Schwerter, die sind hier irgendwie noch in sich gefangen, ja, und wissen, wie gesagt, das soll jetzt irgendwie nach vorne gehen, in diesen Neuanfang rein, aber trotz allem ist man ja gefangen in sich. Das sehen wir hier auch später ganz gut. Ja, wie gesagt, der Wunsch ist da, ne, hier jetzt so ein Movement reinzubringen, damit da was passieren kann. Also männliche Energie, wir haben die Karte Tod, die hatten wir letztes Mal auch, über den Tod hinaus. Das kann natürlich, wie gesagt, mit Past-Life-Geschichten zusammenhängen, dass es da etwas gibt, was aus einem früheren Leben da ist, was man eventuell nicht sehen kann. Ja, was dazu geführt hat, dass eben Dinge im Stillstand sind, also sehr schmerzhaft eben auch sind, und der Tod ist auch eine große Arkana. Schaut mal, wir haben hier so eine kleine Raupe mit drauf, ja, die sich dann eben in den Schmetterling verwandelt und durch die Metamorphose durch muss. Ich finde diese Darstellung hier sehr schön, ja, weil das mal jetzt nicht irgendwie so ein Bild ist, ja, wo das Skelett mit der Sense ankommt, sondern hier ist es tatsächlich die Transformation. Ja, aus dem Gehängten heraus in die Transformation zu gehen, damit man fliegen kann, damit man nicht mehr festhängt, ja, damit man die Flügel entbreiten kann. Aber das ist na, natürlich auch eine Phase. Das ist etwas, was nicht von heute auf morgen geht. Ja, und die männlichen Energien stehen hier und sind auf so einer abwartenden Position. Wann geht denn die Sonne endlich auf? Ja, wann kommt hier endlich Bewegung ran? Natürlich liegt das auch an einem selber, die Bewegung da reinzubringen. Ja? Aber wir haben hier, wie gesagt, auf der einen Seite den Tod, dann diese abwartende Position, wann geht die Sonne auf, damit wir wieder hier in die Four of Wands reinkommen, ja? In diese Hochzeitsszenerie, in dieses Zusammentanzen, das Leben zusammen genießen. Ja, das ist das, wo es hingehen soll. Nur, wie gesagt, also man muss sich halt ne, jetzt aus dem Gehängten befreien, mit den Acht der Schwertern umgehen, Verhaltensweisen hinter sich lassen, die nicht so toll sind. Ja, die eben damit zu tun haben, dass man nicht geben konnte, aus welchen Gründen auch immer. Okay, also da stecken ja auch immer Lehrmeister hinter. Ich greife mal eben kurz vor, was im Schatten liegt. Ja, wir haben also hier die Karte Alliance. Das sind auch nochmal diese zwei der Stäbe. Ja, hier ist das mehr so, ne, auf abwartend dargestellt, ne, beobachten, wann es soweit ist. Vielleicht sich auch nicht so wirklich, ne, wie gesagt, entscheiden können.
Und hier die Darstellung finde ich ganz interessant, ja. Also man muss das Bündnis mit sich selber eingehen. Ja, also da David gegen Goliath, ja. Und wir haben hier einmal, ne, Sonne-Mond-Energien, ja. Das ist diese Betrachtung von sich selber. Vielleicht auch die weibliche Energie, die hier einiges spiegelt. Oh, mein Nagellack, ganz toll. Sorry. Ja, die weibliche Energie, die etwas zurückspiegelt, ja, wo man sich eben, wie gesagt, selber erkennen muss und auch erkennen muss, dass man eventuell in den Wettstreit mit sich selber gegangen ist. Ja, also wir haben im Pass mit den Five of Wands, also das sind so die inneren Dämonen, die inneren Geister. Ja, wir haben hier eine Person, die sitzt bzw. auf dem Boden kriecht, ja, da, ne, also sehr, sehr, also nackt ist eben auch sehr verletzlich. Nacktheit wird, ne, wie gesagt, mit Verletzlichkeit in Verbindung gebracht. Und ja, das ist so ein bisschen beängstigend. Ja, wir haben hier auch ne, so zwei Kelche stehen. Einmal den Heiligen Gral. Ja, es geht um Liebe und dann aber auch noch zwei Kelche. Es sieht so ein bisschen aus, als ob die mit Blut gefüllt sind. Man weiß das nicht genau. Und also hier geht es halt, wie gesagt, um diesen inneren Kampf, den man gegen sich selber führt. Ja, das Ego gegen das Herz. Und wie gesagt, das kann manchmal ganz schön wahnsinnig sein. Ja. Wir haben dazu dann auch noch hier The Six of Pentacles, also die Karte, die hier oben lag. Das ist diese Karte vom Geben und Nehmen, diese Charity-Energie, um den Ausgleich zu schaffen. Und hier, wie gesagt, ist etwas, was ne, im Schatten liegt, wo man gegen sich selber kämpft. Eine Verhaltensweise, die, wie gesagt, losgelassen werden soll. Aber man weiß noch nicht genau wie und vielleicht sehen die einen oder anderen das auch gar nicht. Und haben einen ganz anderen Blickwinkel, ja, und hängen hier eben, wie gesagt, fest. Das kann auch mit Vorwürfen zu tun haben. Du hast dafür gesorgt, dass das alles jetzt so ist. Und man bewegt sich halt nicht so wirklich von der Stelle. Wie gesagt, hier kommt jetzt etwas, was mit Bewegung zu tun hat, rein. Aber dazu muss man eben auch erstmal sich selber erkennen, ja. Und hier dann eben in die Six, ne, von den Five of Pentacles in die Six of Pentacles. Das heißt, man muss hier aufstehen, ne, diesen Gral schnappen. Um dann hier sich mit der weiblichen Energie zu vereinen. Und das können natürlich auch die eigenen männlichen und weiblichen Anteile in uns selber sein. Animus und Anima, wir tragen das alle in uns, ja. Und das ist, wie gesagt, jetzt so diese große Herausforderung, um eben aus dem Gehängten rauszukommen, um diese Verhaltensweise hinter sich zu lassen, damit man einen Neuanfang starten kann und damit ihr wieder hier landet. Ja, in dieser Four of Wands Energie, das ist eine Twin Flame Soulmate Karte. Wir haben ganz oft, ne, also vier Stäbe, die eben auf die 11:11 hindeuten. Hier scheint die Sonne. Wie gesagt, ne, wann geht die Sonne auf? Wann kann ich vom Tod auferstehen, damit wir hier wieder reinkommen? Ja, es ist also jetzt eine ganz große Transformationsphase, die vor sich geht. Auch bei den Weiblichen haben wir etwas, was sehr konträr ist. Also wir haben einmal the Ten of Swords. Ja, da liegt man am Boden mit 10 Schwertern im Rücken, ja, die man sich entweder selber reingehauen hat oder durch Situationen von außen entstanden sind. Man kann praktisch nicht mehr irgendwie wirklich aufstehen. Das sieht also ziemlich brutal aus. Sie haben hier auf der Darstellung auch Schwerter in den Kopf reingerammt. Das dient aber auch dazu, also die Schwerterenergien, die haben immer mit etwas Mentalem zu tun. Ja, vielleicht ist man gerade wirklich so im Kompletten ausgelandet im Mentalen und weiß gar nicht mehr irgendwie, ob links, ob rechts. Das haben wir hier auch dargestellt. Durch die Two of Swords schaut euch mal die Personen an mit verbundenen Augen, die Schwerter vor der Brust gekreuzt. Das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie, ne, das ist also A, natürlich ein Hinweis darauf, dass hier, Moment, ich muss mal eben kurz meinen Glitzer abknibbeln, weil der sich hier gerade selbstständig gemacht hat. So. Also es ist vor dem Herzen gekreuzt. Ja, man lässt gar nicht so viel an sich ran. Die zwei der Schwerter hat mit Zweifeln zu tun. Das heißt, man ist immer hin und her gerissen. Da ist, wie gesagt, über dem Herzen gekreuzt. Das hat es ja dann doch irgendwie etwas mit Emotionen zu tun, die aber, wie gesagt, durch Zweifel zerstört werden. Und viele fühlen sich eben auch hier in dieser 10-Schwerter-Energie. Also die Zehner zeigen immer an, dass eine schwere Zeit bald vorüber ist, ja, und auch etwas in die Wunscherfüllung reingehen kann. Nine of Cups. Das ist eine sehr schöne Energie, ja, wo Wünsche wahr werden, wo Träume wahr werden, aber noch ist es hin und her gerissen. Und das ist auch das, was also ihr spiegelt euch hier mit den männlichen Energien, ja. Die männlichen Energien haben den Tod. Hier ist jemand tot auf dem Boden, ja. Dann haben wir hier diese Two of Wands, wo es um diese Selbsterkenntnis geht.
Hier haben wir eben auch den Blick auf die weibliche Flamme, die auch gar nicht weiß, irgendwie links, rechts, ist das jetzt vorbei? Gehen wir in eine neue Phase rein oder was ist hier eigentlich wirklich los? Und man checkt es halt nicht. Ja, und dann eben auch diese Nine of Cups-Energie, die sehr schön ist. Ja, also wie gesagt, das ist der große Wunscherfüller. Ja, dieses zusammen am Tisch sitzen oder welche Wünsche man auch immer hat. Ja, das mag bei jedem auch verschieden sein. Und hier haben wir dann eben bei den männlichen Energien die Four of Wands. Also ihr seht, dass hier ne, sehr viel an Spiegelung unterwegs ist. Also die männlichen Energien, auch wenn die jetzt hier so ein bisschen im hängen gebliebenen Status noch unterwegs sind, ja, und sich da ein bisschen schwer tun, auch mit der Selbsterkenntnis und dem eigenen Schatten und dieser Integration. Und das ist genau, wie gesagt, nicht immer einfach, wenn man nur sieht, dass man vielleicht auch Fehler gemacht hat und ungerecht gewesen ist, gemein gewesen ist, ja, hier vielleicht auch mit drei Schwertern hantiert hat, Schmerzen zugefügt hat, etc. Die geben sich Mühe. Ja, wir haben das Seven of Wands. Im Normalfall ist das eine Karte, die zeigt, dass man etwas beschützt, aber auch ne, auf dem Abwehrverhalten ist. Hier ist es so, dass man dieses Abwehrverhalten gerade überwindet. Ja, und ne, wir sehen hier die männliche Energie, die das geschafft hat, beziehungsweise jetzt gerade dabei ist, hier mit dem Ass ja, in diesen Neuanfang reinzugehen. Aber das erfordert auch einiges an Arbeit, was das Ganze angeht. Also noch ist dieses Abwehrverhalten da, ja. Spirit bricht uns so lange, bis wir dann irgendwann das Licht sehen. Hier kommen, wie gesagt, hier kommt schon ne, etwas, also an leichten Ergebnissen nach vorne. Und die möchten auch gerne eine Entschuldigung aussprechen. Ich bin total sorry, dass hier irgendwie der Wein ist ausgekippt, das ist auch nicht mehr zu retten, aber ich komme hier mit zwei Kelchen, ja, die Karte der Soulmates. Das Wasser soll wieder fließen. Ja, und das ist auch dieser Wunsch nach dem Tod, nach dieser Transformation, die hier einhergeht, wo es vielleicht, wie gesagt, jetzt noch so ne, um die Selbsterkenntnis geht, eher Integration, soll das wieder hier hingehen in diese Four of Wands-Energie. Und ich möchte gerne kommen und mich entschuldigen dafür, dass hier so ein Chaos entstanden ist. Aber wenn man sich selber nicht sieht, habt da bitte milde Nachsicht. Also wir tragen alle diese, ja, auch die weiblichen Energien. Wir tragen alle diese Augenbinden, ja, wo wir uns nicht sehen, wo wir das große Bild nicht sehen, wo wir gar nicht erkennen können, was ist denn hier eigentlich wirklich los? Das kann manchmal auch echt verwirrend sein. Und so, na, so Stück für Stück wird dieses Puzzleteil dann geöffnet. Wie gesagt, die männlichen Energien wollen hier mit einer Offerte kommen, mit einer Geste kommen. Es tut mir leid. Ich habe hier zwei Kelche in der Hand für uns beide. Hier haben wir die zwei der Kelche. Also die arbeiten sich darauf hin. Es hätte auch sein können, dass das jetzt irgendwas ganz anderes dabei rauskommt. Aber ich erkenne an, dass wir verbunden sind miteinander. Und ich möchte gerne wieder in diese schönen Energien, wo das Wasser fließen kann, wo wir spirituell, aber eben auch auf der 3D-Ebene miteinander verbunden sind. Ja, das ist eben dieses Hinarbeiten, das Loslassen vom Widerstand, um hier, wie gesagt, in diese Energie hineinzukommen. Ja, viele, wie gesagt, viele weibliche Flammen kriegen das gar nicht mit. Das ist halt, wie gesagt, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen, ja, was ist denn jetzt Wunscherfüllung oder bleibe ich hier für immer mit 10 Schwertern im Rücken liegen, weil alles irgendwie hängt. Okay, also wie gesagt, im Gehängten ist Erleuchtung drin. Das ist die Karte der Erleuchtung. Ja, nur solange man die Erleuchtung nicht hat, muss man hier hängen. Ja, bis man in der Lage ist, sich selber irgendwie zu befreien, um eine andere Perspektive einzunehmen. Und es gibt natürlich Menschen, die starrköpfig sind und in ihrem Muster unterwegs sind. Und ja, wir sind Menschen. Ja, und sowas gehört eben auch dazu. Ja, wie gesagt, wir haben hier diese zwei der Two of Cups Energie, was ich ganz süß finde. Ja, also ich möchte gerne, wie gesagt, hier wieder ne, in diese leichten und süßen Energien reinkommen. Und ich arbeite an mir, ich bin dabei, das hier in irgendeiner Form abzulegen. Ja, dazu muss ich aber auch erstmal mich selber erkennen, Licht und Schatten integrieren. Ja, meine inneren Dämonen bezwingen, ja, die mich hier eventuell unten halten. Das kann durch Personen sein, das kann durch Dinge sein, die von außen kommen. Oft hat man mit den Five of Wands den Konkurrenzkampf. Ja, das ist also, ne, man kann auch in den Konkurrenzkampf mit sich selber treten. Ja, das geht also auch, ne, Verwirrung schaffen und dann gar nicht irgendwie mehr wissen, ne, wo der Hase lang läuft. Letzten Endes soll es aber eben auch dahin gehen, dass man hier sich wieder austauschen kann, was das Ganze angeht. So, Spirit sagt, der Turm, ja, der musste kommen, die Turmsituation. Die hatten wir jetzt in den letzten Wochen. Das musste kommen, du musstest vom Baum fallen und du musstest auch brennen und du musstest dir vielleicht auch irgendwie ein Bein brechen oder irgendwie was auch immer, also jetzt im übertragenen Sinne.
Hoffentlich ist das keinem passiert, aber ne, also, ne, der Ast musste brechen, damit du hier etwas lernst. Ja? Du kannst nicht immer da oben auf dem Ast sitzen. So. Und ich meine, der Gehängte hängt hier an dem Baum. Ja, und vielleicht ist ne, Spirit gekommen und hat hier mit dem Blitz eingeschlagen, ja, damit man eben von diesem Baum fällt. Und das tut weh. Ja, und das ist praktisch so das Krankenhaus Gottes. Also das zeigt eben auch, dass Spirit dabei ist, ja, jetzt hier, ne, wie gesagt, aus dem Gehängten rauszuholen, damit hier die Bewegung reinkommt. Das mag mühsam sein. Ja, so schaut mal die Person an, die hat hier ne, diese 10 Stäbe auf dem Rücken und das ist auch 10, das zeigt halt dann den Abschluss einer sehr schwierigen Phase. Man, das ist aber noch so ein bisschen bis hier oben irgendwie so in dieses Dorf rein, ja, wo es warm ist und wo Feuer ist und ja, man muss sich halt anstrengen, das ist anstrengend, ne? Das ist eine sehr anstrengende Reise. Deswegen ist es auch gut, wenn ihr euch zwischendurch immer mal wieder Pausen nehmt, ja, das ist auch wichtig hier. Also wir haben The Four of Stones, guck mal, das kleine Rehchen, das sitzt hier praktisch in ne, so einer Stonehenge-Szenerie. Und es beschützt. Ja, das ist auch festhalten und nicht loslassen. Ja. Und genauso wie gesagt, eben hier auf diese Reise begeben, dass die Dinge sich wieder ein bisschen entspannen können. Okay. Ja. Wir haben einmal den Segen auf a blessing to find the truth. Also es geht darum, Wahrheiten zu finden, ja, sich selber zu finden, Wahrheiten herauszufinden. Wir haben ja gesehen, dass die weiblichen Energien in zwei der Schwertern unterwegs sind, in den Zweifeln, die männlichen Energien hier in den Two of Wands, ja, und ja, wie gesagt, Wahrheiten, ja, dass die dunklen Vögel sich verabschieden können, wir hier dann irgendwie mit dem weißen Raben, der hier als Kraft hier dient, kommunizieren können. Das Ganze soll erblühen. Ja, und wie gesagt, Wahrheiten kommen jetzt an die Oberfläche und ans Licht. Okay, vielleicht ne, das ist auch eine schöne Wahrheit. Es tut mir leid, ich komme mit 2 Kelchen. Ja, das ist super. Ja, und einige von euch werden das spüren. Wie gesagt, die einen oder anderen männlichen Energien, die tun sich sehr schwer damit, weil eben, wie gesagt, dieser innere Kampf da ist, der jetzt nicht unbedingt auf die weibliche Flamme irgendwie abzumünzen ist, dass die weibliche Flamme schuld ist, sondern es können halt, wie gesagt, ganz viele andere Faktoren einfach eine Rolle spielen. Also ich kenne das selber von mir, ich bin manchmal auch so widerspenstig, so widerborstig, dass der Spirit sich an mir die Zähne ausbeißt. Das mag man nicht meiden, aber das ist so und das ist ein furchtbarer Zustand und da muss man so lange dran arbeiten, bis das dann wieder ne, einigermaßen in eine Welle reingeht, die sich gut anfühlt und man sich wieder aufeinander zuarbeitet. The Initiation, also es ist ein Initiationspfad, ja und guck mal, hier ist der Blitz, der hat nur wie gesagt mit dem Turm auch zu tun hat und es ist eine Passage, ja, die ihr durchlauft. Vielleicht sind die einen oder anderen hier, ja, und sind gerade noch so ein bisschen im Dunkeln unterwegs und stolpern und schlagen sich das Knie auf. Aber es ist nicht mehr weit bis zum Strand. Okay? Ja, und hier passiert, wie gesagt, auch einiges, auch wenn man es nicht sehen kann. Das ist auch das, was euch gesagt wird. Das ist eine Initiation, die hier jetzt gerade stattfindet. Ja, diese Initiation aus der Raupe durch die Metamorphose in den Schmetterling rein. Das ist auch das, was die weiblichen Energien betrifft. Das ist das, was diese Liebe betrifft. Und wir haben die Karte True Love. Also mal ganz davon abgesehen, dass das hier alles immer total irre ist, ja, und wir teilweise echt auf den Boden kriechen haben. Wir haben es mit wahrer Liebe zu tun. Ja, und auch wenn manchmal das Licht aus ist und es total dunkel ist, es ist True Love, ja, es ist die Romanze des Lebens. Durch viele, 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 viele Leben hinweg. Deswegen ist das auch so schwierig, weil wir uns selber erkennen müssen. Weil Past Life mit reinkommt, karmische Aufgaben mit reinkommen, Elternthemen da sind. Also das ist ein ganz bunter Kuchen, mit dem wir uns hier beschäftigen müssen. Und ja, einige Thematiken sind eben nicht ganz so einfach. Das dauert eine gewisse Zeit. Aber wir können immer ne, darauf hoffen, beziehungsweise auch daran glauben, dass Spirit uns eben auch hilft und auch das Höhere selbst von unserem Twin. Wir haben hier auch ja, ein Engelchen. Also wir sind nicht alleine, was das Ganze angeht. Ja, und auch wenn es, wie gesagt, für die einen oder anderen jetzt echt ein bisschen schwierig ist und man sich fragt, ist es jetzt vorbei oder ist es nicht vorbei oder ne, hier passiert nichts, wir sind total hängen geblieben. Im Hintergrund arbeitet ganz, ganz viel. Ja, und ne, das Licht, wie gesagt, das kommt jetzt bald wieder. Das arbeitet sich jetzt bei beiden darauf hin, ja, dass man hier wieder schöne Zeiten miteinander teilen kann. Ja, und wie gesagt, für über den einen oder anderen, die jetzt mit gar nichts rechnen, gerade die weiblichen Energien, könnt ihr euch ja vielleicht darauf vorbereiten, dass hier eine Geste kommt, ja, und seid dann, ne, wie gesagt, so vorbereitet, dass ihr diesen Kelch auch annehmen könnt. Das ist auch wichtig, ja, und geerdet zu sein und zu sagen, okay, alles klar, noch, wenn wir jetzt hier, wie gesagt, ne, eine wahnsinnige Zeit irgendwie hatten, ich nehme deinen Kelch an.
Ja, das ist eben auch die Angst, dass die männlichen Energien hier so praktisch in so eine duckmäuserische Haltung reingehen und die weibliche Flamme hier oben vielleicht auch arrogant ist. Ja, also versucht liebevoll diesen Kelch anzunehmen. Okay, na guck mal, der hat hier total die Buchse voll. Ja, also von daher ne, versucht da so also königlich zu sein und ja, vielleicht nicht strafend zu sein für das, was jetzt hier einfach passiert ist. Ja, manchmal man kann Menschen auch bestrafen, weil es einfach zu lange gedauert hat oder sehr schmerzhaft gewesen ist. Das geht natürlich ganz gut, wenn man dann in so eine Energie reinrutscht. Wie gesagt, das betrifft immer beide. Ne, wenn hier die weibliche Energie so auf dem Boden liegt, dann liegen die männlichen Energien da auch. Ja, weil wir miteinander verbunden sind, okay? Meine Lieben, ich hoffe, ihr konntet was mit dem Reading anfangen und euch hier das ein oder andere rausziehen. Ja, ich sende euch ganz viel Liebe und ganz viel Kraft und wie gesagt, nicht vergessen, wir haben hier True Love und gestattet euren männlichen Energien genauso wie euch selber die Zeit, um in Heilung reinzugehen. Alles Liebe und Gute und bis bald.